Hallo, meine Lieben. Ich war heute Morgen einkaufen. Ich war da bei Netto und bei Aldi und ja, ich habe da so ein paar Kleinigkeiten gekauft, die auch nichts mit Lebensmitteln zu tun haben. Okay, ich habe überwiegend Lebensmittel gekauft. Aber es gab noch ein paar Sachen, die ich da unbedingt mitnehmen musste. Was das ist, zeige ich euch gleich. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. So, dann fange ich mal an. Was ich beim Netto mitgenommen habe, das habe ich hier alles noch in der Tüte. Ja, ich brauchte Gardinenhaken. Ja, sind jetzt nicht wirklich günstig. Das sind 6 Stück, die haben gekostet 1,99, aber ich brauchte welche. So. Dann habe ich ganz schnöder Mammon. Ne? Auch ich muss meine Zähnchen putzen und für 1,49 neue Zahnbürsten. Und für 2,55 € einmal Meridol Zahncreme. Ja, mein Zahnfleisch macht ein bisschen Aua und damit kriege ich das wieder im Griff. Dann habe ich geholt für 99 Cent einmal diese Luftballons. Für 99 Cent einmal neue Radiergummis. Mein Radiergummi, den ich sonst immer hatte, der ist ganz plötzlich verschwunden. Und das war so einer und die sind gut. Deswegen habe ich einfach neue geholt, ne? So. Ständig chronischer Mangel herrscht hier an Kugelschreibern. Darum habe ich für 1,49 diese Kugelschreiber hier mitgenommen. Ich hoffe, die sind gut, ne? Sind ja nicht gerade günstig. Na, günstig schon, aber nicht billig. So. Und für unser Kleinchen habe ich hier mal diese Wachsmalstifte mitgenommen. Die haben gekostet 2,79. Jetzt zeige ich die mal auf. Die sind nämlich in so einer praktischen Box drin. Und das finde ich gut. So. 10 Farben haben wir, das reicht voll und ganz. Und damit kann sie schön malen und hat nicht ständig die Fingerchen voll. Ja, und wie man es von früher noch kennt, ist hier dieser Kratzer dabei. Wer kennt den noch? Aus seiner Kindheit. Ich kenne den noch. Ich wusste gar nicht, dass es den überhaupt noch gibt. Ja. Ist hier unten, liegt hier unten irgendwas drin? Ach, wie niedlich. So ein Sticker, damit man draufschreiben kann, wem es gehört. Ist ja auch cool. Das brauchen wir natürlich nicht, weil hier weiß sowieso jeder, das gehört dem Kleinchen. Ja, wie gesagt, ne? 2,79 kann man nicht meckern. Ja, mal gucken. Dann wird das Kleinchen sich freuen, wenn die Oma neue Wachsmalstifte gekauft hat. Weil im Moment malt sie total gerne damit. Mit Wachsmalstiften und mit dem Brush-Pinsel vom Action malt sie auch total gerne. Und die kann auch total gut damit malen. Ne? Ein Kind von 3,5 Jahren hat es echt drauf. So, das räume ich mal beiseite. Weil ich euch jetzt noch zeigen möchte, was ich im Aldi erstanden habe. Ach, Mensch, ich schmeiße das hier wieder in meine Tüte rein. Dann ist es erstmal weg. Ich habe bekommen im Aldi, Moment, ich muss mal eben schauen, diese Hustenpastillen, die waren 89 Cent im Angebot. Ja, und ich mag sowas, ne? Ich mag das einfach. Ich muss noch nicht mal Husten oder Kratzen im Hals haben, obwohl ich habe chronisch Kratzen im Hals, ne? Wer so viel labert wie ich, wer so viel Blödsinn labert wie ich, der kriegt öfter mal einen trockenen Hals. So, dann habe ich geholt hier für meinen Quietschestuhl Universal Silikonöl. Es war reduziert auf 80 Cent. Cool. Ich finde es cool. Und ich gucke mal, ob ich da
diesem Gequietsche beikommen kann. Das andere Silikonspray, das ist da nicht hingekommen. Darum dieses. Wie kriege ich das denn hin? So. Dann habe ich Einlegesohlen geholt. Ich brauche die ständig. In jedem Schuh muss ich Einlegesohlen reinpacken. Und die haben 25 Cent gekostet. 25 Cent, da habe ich direkt mal zwei Päckchen mitgenommen. Ne? Unschlagbar. Unschlagbar. So, dann habe ich Servietten mitgenommen. Und zwar haben die 95 Cent gekostet. Einmal die hier. Ja, ich bin Servietten-Junkie. Einmal die. Die sieht schön, ja. Und einmal herbstliche Servietten. Da sind 40 Stück drin. Kann man nicht meckern. Ja, 95 Cent halt, ne? So. Ich muss das hier an die Seite räumen, sonst habe ich gleich keinen Platz. Dann. Diese Deko-Klebebänder. Ursprünglich 5,99 €, dann 4 €, dann 3 € und ich habe sie bekommen für 1 €. Ja, da habe ich mich gefreut. Und die sind jetzt auch schon herbstlich angehaucht. Oder passt eigentlich ideal jetzt zum Spätsommer. Guckt euch das mal an. No? Finde ich. Oder? Hier schön Blümchen. Hier auch. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig in die Kamera halte. Die Kamera steht jetzt hier mir gegenüber. So, einmal dieses hier. Ja. Wohl. Da sind also Tickets drauf, eher für Vintage und so. Ja, und dann einmal dieses. Halt ein Washi, ne? Und dann diese drei schmalen hier. Aber mir ging es eher um diese hier. Ne? Kann man nicht meckern für den Preis, oder? Für 1 €? Ich erinnere mich noch daran, als ich mein allererstes Deko-Bänder-Set da gekauft habe. Da habe ich tatsächlich 5,99 € für bezahlt. Ja. Weil ich die einfach so schön fand. Würde ich jetzt gar nicht mehr tun, ne? Ich warte, bis sie reduziert sind. So. Dann habe ich Origami-Papier geholt. Ich habe schon oft Origami-Papier Aldi geholt, ist Living Art. Living Art ist Folie. Ja, das wissen wir inzwischen alle. Und ja, ich hoffe, das sind diesmal andere Papiere. Bezahlt habe ich 2 €. Die sind ursprünglich, eigentlich sind die auch teurer, aber es war mal wieder alles reduziert. Und ich habe auch die letzten mitgenommen. So, da haben wir dieses. Das habe ich schon. Das kenne ich. Das habe ich noch nicht. Schön. Ich glaube, das kenne ich auch schon. Das kenne ich noch nicht. Das ist auch schön. Das kenne ich. Das noch nicht. Da sind kleine Flamingos drauf. Wie toll sind die denn? Oh. Das habe ich auch schon. Das habe ich noch nicht. Ananasse. Ananasse? Eine Ananas, viele Ananas oder Ananasse? Viele Ananas, ne? Ich habe keine Ahnung. Ach, interessant. Ach, wieder nicht. Habe ich mich vertan. Das habe ich, glaube ich, auch schon. Sehr witzig. Eine über das andere habe ich. Das habe ich, glaube ich, auch. Bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Egal. Ey.
Geh da wieder rein. Ich finde sie toll. Ich bastel damit auch gerne. So. No? 2 Euro. Ebenfalls 2 Euro diese Hotfoil-Sticker. Das sind 60 Sticker. Ja, sind halt süße Sticker, ne? Da sind einfach diese schlichten. Und hier haben wir Schmettis drauf. Oh. Schmettis und Blümchen. Ja, und wer mich inzwischen kennt, ne, der weiß, Blümchen und Schmettis gehen immer. So, hier haben wir ja, Handmade. Cool. Und dann hier mit Früchten, Blümchen. Ja, ich weiß auch schon, was ich damit mache. Und hier haben wir dann so Labels. Auch schön. Schön, 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 schön. 2 Euro. So, dann diese Prägesticker. Da sind drin 102 Stück. Wo sind denn die alle? Ja. Einmal die hier. Oh, die sind auch wirklich schön. Dann Eulen. Cupcakes. Die sind auch süß, ne? Wo ich stehe eigentlich nicht so da drauf, aber die sind süß. Und Schmettis. Ja. Sind aber nur diese vier Bögen drin, ne? Ja. Da sind auch vier, ne? Ja. Ist okay. Sind 2 Euro. Sonst sind die wesentlich teurer. Und zu guter Letzt habe ich diesen Papierblock hier mitgenommen. Das ist Farbkarton und Tonzeichenpapier. Da sind drin 45 Bögen. Ja, mit Wasseranleitung mal wieder, ja. Die werde ich wohl nicht brauchen, oder? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall. Ne, ist, ja, schönes, festes Papier. Ah, immer zwei Papiere in der Art und einmal Karton. Das ist cool. Hier haben wir mehr, ne? Tatsache. Jo, Karton. Und hier haben wir nochmal Karton. Rosa. Ja, zweimal Papier, einmal Karton. Creme, Papier, 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 auch Papier, Papier, Papier. Jetzt kommt Karton. Oh, dreimal Karton. Ist aber super, ist hell. Schön neutral. Also Papier, Papier, Karton. Oh, Karton direkt. Oh, nochmal Karton. Ja, und hier haben wir die Papiere. Papier, Papier, Karton, Papier, Papier, Papier. Nochmal Papier. Karton, Karton, Papier und Karton. Ja, nochmal Papier und dann kommt der Karton. Ach, hier haben wir noch ein paar Bastelanleitungen. Das ist auch hübsch. Mhm. Sehr gutens. Ja, das gucke ich mir dann mal in Ruhe an. Kann man nicht meckern für 2 Euro, oder? Ja, sonst kosten sie ein ordentliches Sümmchen. Ich bin zufrieden mit meiner Ausbeute. Huch, ich habe da ein Bändchen vergessen, hier so ein Klebeband wieder einzupacken. So war's. Ja. Ich hänge mal hier an dem Video mein übliches Blabla wieder dran, ne? Und sag einfach mal bis zum nächsten Video. Tschüssi. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da oder schreibt einen netten Kommentar. Und falls noch nicht passiert, abonniert meinen Kanal. Gleich neben dem Abo-Button ist die Glocke. Die könnt ihr aktivieren, wenn ihr kein neues Video von mir mehr verpassen wollt. In diesem Sinne, ich sag mal, salut mit Ü, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.